Hi Jule. Hi. Du beantwortest uns heute ein paar Fragen zum dualen Studium Wirtschaftsinformatik. Ja, genau. Ich bin Jule, 20 Jahre alt und studiere Wirtschaftsinformatik mit der Vertiefung Application Management. Welche Aufgaben beschäftigen dich den Tag über? Aktuell schreibe ich meine zweite Projektarbeit, sozusagen eine Hausarbeit als Vorbereitung auf die Bachelorarbeit. Und ansonsten nehme ich Anfragen aus dem Fachbereich entgegen. In welchem Bereich bist du dann eingesetzt? In der IT Pre-Zero. An welcher Hochschule hast du deine Theoriephase? An der DHBW in Mosbach. Gibt es neben Mosbach auch andere duale Hochschulen zur Auswahl? Ja, ich konnte wählen zwischen Mosbach und Stuttgart und mittlerweile kann man auch in Heilbronn studieren. Wie sind die Theorie- und Praxisphasen verteilt? Normalerweise 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis. Aber ich befinde mich aktuell in einer langen Praxisphase. Da habe ich fast ein halbes Jahr Praxis. Und was gefällt dir besser? Schwierig. Der Vorteil an der Praxisphase ist eben, dass ich nach Feierabend wirklich frei habe. Und der Vorteil der Theoriephase, dass ich meine Kommilitonen sehe und es sich anfühlt wie früher in der Schule. Feierst du dann viele Studentenpartys? Ja, während Corona leider nicht, aber davor gab es schon die ein oder andere Semesterparty. Was genau ist Wirtschaftsinformatik? Wie der Name schon sagt, ist es eine Mischung zwischen Wirtschaft und Informatik. Man lernt in der Wirtschaft Buchhaltung, Rechnungslegung und im Informatikteil eben unterschiedlichste Programmiersprachen. Und welcher Teil überwiegt im Studium? Ich würde sagen, es ist relativ ausgeglichen, wobei doch etwas mehr IT gemacht wird. Wieso hast du dich für diesen Studiengang entschieden? Zum einen habe ich bei den Schwarzdienstleistungen schon ein Praktikum gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann Wirtschaftsinformatik eben, weil man einen großen Einblick in unterschiedliche Bereiche bekommt. Jule, was gefällt dir am meisten an deinem Studium? Ich mag die Abwechslung zwischen Studium eben an der Hochschule und der Praxis hier in der Abteilung. Außerdem kann ich viel Gelerntes gleich umsetzen und natürlich das Gehalt jeden Monat finde ich auch ganz toll. Und wie lange geht dein Studium? Mein Studium geht 3 Jahre, also 6 Semester und aktuell befinde ich mich im 5. Semester. Ist ein duales Studium anspruchsvoller als ein klassisches Studium? Das kann ich so nicht beantworten, da ich noch nie normal studiert habe. Aber klar, vor den Klausuren haben wir immer viel Stress und es ist anspruchsvoll. Aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, macht es Spaß. Und am Ende hat man den gleichen Abschluss oder den gleichen Status, wie wenn man von der Uni oder einer Fachhochschule kommt. Welche Voraussetzungen muss man für diesen Studiengang erfüllen? Man braucht ein Abi oder einen ähnlichen Abschluss und sollte gute Noten in Mathe, Deutsch, Englisch und eventuell IT haben. IT-Vorkenntnisse sind natürlich gut, aber müssen nicht sein. Wem würdest du das duale Studium noch empfehlen? Jedem, der Interesse hat, irgendwas mit Thema IT zu studieren, gerne internationale Projekte machen möchte und nebenher natürlich Geld verdienen möchte. Und wie läuft die Betreuung während des dualen Studiums ab? Ich habe in meiner Praxisphase einen festen Betreuer, der mit mir zu Anfang und zum Ende der Praxisphasen immer bespricht, was zu tun ist. Außerdem kann ich mich an meine Paten, meine Kollegen und auch an die Personalabteilung wenden. Jule, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Besteht die Möglichkeit auf ein Auslandssemester? Ja, die Möglichkeit besteht, wenn man gewisse Leistungen erfüllt und natürlich auch nur, wenn es vom Fachbereich und von der DHBW her passt. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gerne.